Den gastgebenden Knights soll für die knappe 6:14 Niederlage in Hof eine eindrucksvolle Revanche gelingen. Das Fazit von Alex Garapello? Ja, war deutlich, ja. Da gibt's nichts drum zu deuteln. Wir haben heute eine schlechte Arbeit auf dem Feld abgeliefert, ja. Wir Coaches haben ganz einfach unseren Job nicht gemacht. Und wenn du ganz einfach herfährst hier zu so einem Team, das unbedingt gewinnen will und selber aber nicht den nötigen Biss hast. Und ja, da sind auch noch zwei, drei andere Sachen schiefgelaufen, aber die will ich jetzt gar nicht großartig sagen, weil das klingt alles so, wenn wir noch ausreden. Ja, dann brauchst du dich gar nicht wundern, dann bekommst du ganz einfach mal so eine drauf. Gleich der erste Spielzug von Rothenburg kann sich sehen lassen. Der klasse Pass gefangen und der anschließende Lauf zum Touchdown in die Endzone. 6:0 Führung für die Knights, auf die der bis dahin ungeschlagene Spitzenreiter jedoch antworten kann. Ja, so wie der Headcoach nach Siegen trotzdem immer Dinge zum Verbessern findet, will er sich im Falle dieser Niederlage aber auch nicht alles schlechtreden lassen. Jetzt müssen wir aber fair sein. Das eine oder andere Mal sind natürlich schon Sachen aufgeblitzt. Nicht, dass man nicht, und da hat man schon gesehen, dass wir nicht umsonst Tabellenführer sind. Gerade am Anfang vom Spiel war ja alles noch offen. Die haben zuerst gescored, die Knights. Und wir sind ja zurückgekommen, haben einen Touchdown gemacht. Und da war eigentlich noch alles offen. Ja? Und dann hat erst so langsam, so, wie will ich sagen, schleichender Verfall von uns angefangen. Ja, nachdem die Chokers mit diesem Extrapunkt durch Jo Wellner das Spiel zur eigenen Führung gedreht haben, setzt es nur noch Nackenschläge. Mit 2 Field Goals und einem Touchdown hat sich Rothenburg mit 19:7 zur Pause die Führung wiedergeholt. Selbst zur Halbzeit wäre noch alles möglich gewesen. Da waren mal 2 Scores, also 2 Touchdowns hinten gelegt. Das ist im Football gar nichts. Ja, aber in der zweiten Halbzeit sind wir dann zusammengebrochen. Hauptgrund dafür, der Hofer Angriff kann zu wenig Akzente setzen. Einfache Ballverluste, dann muss die Defense immer recht bald wieder aufs Feld. Dort zehren die hohen Temperaturen natürlich zusätzlich an den schweren Jungs. Tja, und irgendwann ist dann einfach der Akku alle und der gegnerische Angriff spielt mit dir Jojo. Und so wird Hof mit einer 7:47 Packung weggebügelt. Wie gilt es jetzt am kommenden spielfreien Wochenende aus den violetten Kleidern zu schütteln, um dann am übernächsten, am 17. Juni gegen Erlangen im eigenen PTSV-Stadion die richtige Reaktion zu zeigen.